Moinsen, in diesem Video zeige ich euch drei komplett kostenlose Spiele für die Nintendo Switch und wir schauen mal, was sie so drauf haben. Das erste kostenlose Spiel ist Pinball FX3. Ich zeige euch gleich sofort, wie es aussieht. So, hier seht ihr, Pinball FX3 steht auch nochmal hier. Ist ein Pinball-Spiel mit generell eigentlich sehr, sehr vielen Möglichkeiten, wie ihr seht. Ihr habt sehr, sehr viele Modi, die ihr spielen könnt. Ich habe bisher immer nur Einzelspieler gemacht, aber ihr könnt euch da theoretisch komplett austoben. Ich spiele mal hier, um euch zu zeigen, den ganz, ganz einfachsten Modus. Ne? Aber wie ihr gesehen habt, man kann zum Beispiel auch Challenges machen. Wir spielen hier den Einzelspieler-Modus. Und dann dauert das ein bisschen, bis das Ganze lädt. Und hier sehen wir auch schon die Pinball-Platte. Ist jetzt nicht die allerschönste und neueste Grafik, aber ist vollkommen okay, wie ich finde. Wir überspringen das jetzt mal. Über den Button kriegen wir es hoch und über die Tasten oder die Tasten hier hinten können wir das Ganze steuern. Wir gucken mal, wo der Ball hinkommt. So, und da können wir dann versuchen, den Highscore zu knacken. Wie gesagt, ich finde es stark gemacht auf jeden Fall. Ich finde es echt cool. Es macht definitiv Spaß. Und ich spiele jetzt mal hier ein bisschen, damit ihr das sehen könnt. Und es ist komplett kostenlos. Also was will man da mehr? Wie gesagt, ihr könnt euch auch noch mehrere Level erspielen oder auch andere Platten. Ich bin bisher nur bis da gekommen, weil ich es relativ kurz habe zum Testen. Aber ich muss sagen, ich bin bisher echt zufrieden. Also auf jeden Fall ein Daumen hoch von mir bisher. Hier ist eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mein Ziel ist dieses Jahr, 100 Abonnenten zu schaffen. Das heißt, wenn ihr diesen Content oder Kanal feiert, lasst gerne ein Abo da, liked dieses Video und damit würdet ihr mir sehr helfen. Das zweite Spiel ist Color Zen. Ist eher ein Puzzlespiel und ich zeige euch sofort, wie es aussieht. Das Spiel, was ihr hier seht, das ist Color Zen. Wie man hier schon sieht, man steuert das Ganze immer über so einen mausartigen Zeiger. Hier können wir die Lautstärke einstellen. Wenn man Fragen hat, kann man hier was machen. Wir wollen aber spielen. Und wie ich schon gesagt habe, ist es halt in der Regel ein bisschen puzzeliger, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir gehen hier auf mal Level 1. Und ich habe schon ein bisschen gespielt. Wir fangen aber mal am Anfang an, damit ich euch es von Anfang an noch zeigen kann. Das Ziel ist immer, nur wie hier steht, Fill Screen with Border Color. Das heißt, das Spiel will, dass der ganze Bildschirm ausgefüllt ist mit der Farbe des Rahmens sozusagen. Das heißt, zack, hier können wir es in die Mitte ziehen und dann hat der Bildschirm die Farbe des Rahmens. So, hier ist es jetzt so, er soll ja insgesamt zum Beispiel blau sein. Das heißt, ich mache als erstes, zack, den roten und dann den blauen, damit der Hintergrund insgesamt auch blau ist. Nun, so seht ihr, dass es immer schwieriger wird. Jetzt natürlich mega easy, aber je weiter man es spielt, desto schwieriger wird es auch. Und da muss ich sagen, das ist echt, es hat sehr, sehr viele Level. Es ist komplett kostenlos schon wieder. Und von dem Punkt her, muss ich sagen, hat es mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Die dritte und damit letzte App nennt sich Super Kirby Clash. Ist auch wieder komplett kostenlos und ist so ein bisschen Jump and Run gemischt mit Super Smash Bros. Ihr werdet es gleich selber sehen, wie es aussieht. So, das hier ist Super Kirby Clash. Wie ich schon sagte, es erinnert mich eigentlich ziemlich an ganz normale Kirby-Spiele, aber auch so ein bisschen an Smash Bros. Na, hiermit springt ihr, hiermit macht ihr das. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die ganze Mechanik funktioniert. Wir können Storys auswählen. Wir nehmen jetzt mal die zweite und dann gibt es immer einen Gegner, den man besiegen muss. Wir sind jetzt hier zu dritt. Man könnte sich noch die Rolle ändern, Waffe ändern. Wir lassen aber alles ganz normal und brechen einmal auf. Dann ist das Ziel einfach, dieses Monster sozusagen zu besiegen. Na, wir sind hier zu dritt. Da taucht das Monster auf und das Monster muss besiegt werden. Wie gesagt, hier kann man springen. Das ist der Angreifen-Knopf. Und man kann auch noch so ein Schild ausfahren. Und das ist gar nicht mal so leicht, weil da passiert auf dem Bildschirm wirklich, wirklich viel. Und ich glaube, mein Charakter ist auch gleich am Verlieren. Noch habe ich keine so gute Taktik. Oh, ich habe ihn, glaube ich, abgewehrt.
Es ist wie gesagt aber auch echt viel auf einmal, wie bei Smash Bros. Da ist auch immer sehr viel auf dem Bildschirm. Und hier ist das genauso. Und dann ist das Ziel. Oh, ich bin gleich am Abschludern. Ich beende jetzt mal hier die Aufnahme, weil ich möchte hier nicht so stark verlieren vor der Kamera. Auch ein echt cooles Spiel. Muss man sich wahrscheinlich mehr reinfuchsen, damit man richtig gut spielen kann. Macht Spaß. Ist auch gar nicht mal so einfach. Und auf jeden Fall kostenlos. Also was will man da verlieren sozusagen, wenn man das ausprobiert. Ne? Wünsche euch auch bei dem Spiel viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns bald wieder. Haut rein!